Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin Barbara Hendricks, ich bin 61 Jahre alt. Ich bin die, die für die Zahlen und das Geld zuständig ist. Aber ich bin natürlich darüber hinaus auch an Politik interessiert. Schatzmeisterinnen sind nicht nur die Zahlenmenschen. In den Jahren, seit ich Schatzmeisterin bin, habe ich schon viel erlebt, wie ihr alle auch mit unserer Partei. Mehrere Parteivorsitzende, jetzt seit 4 Jahren den einen. Das ist hilfreich. Das ist, glaube ich, hilfreich für uns alle. Und seit 4 Jahren auch die Zusammenarbeit mit Andrea Nahles als Generalsekretärin. Ich kann sagen, dass wir eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit gehabt haben, bis jetzt und sicher auch in der Zukunft haben werden, sofern ihr mir euer Vertrauen gebt. Auch auf die Gefahr hin, dass ich meinem eigenen Wahlergebnis jetzt schade. So hättet ihr, ich weiß, man soll keine Publikumsbeschimpfung machen, so hättet ihr mit Andrea nicht umgehen sollen. Alles das, was wir zum Beispiel als zusätzliche innerparteiliche Demokratie gemacht haben, ist ein hoher Arbeitsaufwand. Zum Beispiel der Prozess der Verabschiedung unseres Programms mit Bürgerbeteiligung und der Bürgerkonvent, ein völlig neues Instrument. Das, was jetzt vor uns steht mit dem Mitgliedervotum, auch ein völlig neues Instrument in dieser Form. Das ist sehr viel Arbeit. Daran arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Willy-Brandt-Hauses hart, auch die aus meiner Schatzmeisterei. Aber das ist ganz besonders viel Arbeit auch für Andrea immer gewesen. Und natürlich muss es auch finanziert werden, da kommt dann meine Rolle ins Spiel. Denn die neuen Formen der innerparteilichen Demokratie sind bei weitem nicht kostenfrei zu haben. Das ist aber nicht zu bestreiten, das ist okay so, man muss es nur wissen. Und deswegen werden auch in Zukunft noch weitere Anforderungen an uns gestellt werden in dem Zusammenhang. Das, was in den letzten Jahren geleistet worden ist, auch die Durchführung eines wirklich hervorragenden Wahlkampfes mit neuen Formen der Präsentation, auch das ist geleistet worden. Ihr wart eigentlich alle zufrieden damit. Es war auch natürlich der Spitzenkandidat sehr zufrieden mit dieser neuen Anmutung, die wir hatten im Wahlkampf. Und wir haben gemeinsam, ich habe das gestern schon gesagt, auch die geplanten Wahlkampfkosten einhalten können. Das ist durchaus eher ungewöhnlich. Also, alles in allem, eine anständige Arbeit ist abgeliefert worden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Willy-Brandt-Hauses, insbesondere auch von Andrea und ich glaube auch von mir. Und ich bitte euch um euer Vertrauen.